Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, die Wiesen sind geschnitten, wir haben unser erstes eigenes Heu geerntet und jetzt an dieser Stelle gehe ich mit euch einfach mal Punkt für Punkt durch, was wir in den letzten 3 Wochen gemacht haben. Wir haben die dazu gepachtete Fläche in Oestinghausen geschnitten, da haben wir 9 große Silo-Rundballen von gemacht. Hier hinter mir, das ist die Blumenwiese. Ich blende jetzt mal eben 2, 3 Bilder von der Wiese ein, wie sie vorher aussah. Ja, und jetzt seht ihr, alles abgeschnitten. Die meisten Kräuter und Blumen waren schon angefangen zu welken in der Fläche. Und hat unser Nachbar uns gefragt, ob wir da nicht Heu rausmachen wollen. Das haben wir dann auch gemacht. Hier haben wir 361 Handballen rausbekommen. Der Heuboden ist voll, also die Hälfte vom Winterfutter haben wir in jedem Fall schon mal im Sack. Angefangen haben wir mit unserer Heuernte in Oestinghausen in der gepachteten Fläche. Wir hatten ja eigentlich den Vorsatz, alles nur noch mit dem Balkenmähwerk zu mähen. Da hat sich relativ schnell gezeigt, dass unser Trecker mit 25 PS da schon absolut an seine Leistungsgrenze ging, weil das Gras so dicht war und so verfilzt, also so platt gelegen vom Regen und vom Wind, dass wir da überhaupt gar keine Chance hatten durchzukommen. Also no Chance mit unserem Trecker. Wir haben dann den Frank angesprochen, Freund von uns, der hat uns die Wiese dann mit einem normalen Standardmähwerk, Trommelmähwerk abgemäht. Auch er hatte Schwierigkeiten, trotzdem er sehr, sehr langsam gefahren ist, die Flächen richtig vernünftig zu mähen. Es ist noch relativ viel stehen geblieben, weil die Wiese halt seit etlichen Jahren nicht bearbeitet oder gemäht worden ist. Ja, dazu kam noch das Problem, dass relativ viel Fremdkörper, Stromlitzen, Zaunbalken, alles Mögliche in der Wiese stand, weil bis vor 4 Jahren da wohl Pferde drin gewesen sind und die Pferdeleute dann am Ende einfach das Weite gesucht haben, ohne die Sachen dann mitzunehmen oder geschweige denn aus den Flächen rauszuräumen. Und mit der Zeit ist das zugewachsen, war also sehr, sehr spannend. Der Frank ist rumgefahren, hat gemäht, wir sind hinterher gefahren. Unfassbar, welche Mengen sich da gesammelt haben. Wäre eine Katastrophe gewesen, wenn das alles irgendwie in die Erntemaschinen gekommen wäre. Drei Tage haben wir das Ganze dann immer wieder gewendet, 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 nachdem es geschnitten worden ist. Und samstags morgens haben wir dann nochmal das ganze Zeug einmal durchgewendet. Ich bin so gegen 11 nochmal durch die ganze Fläche gefahren. Ist der Frank dann gekommen und hat uns das Ganze zusammengeschwadet und ich glaube so gegen 2 oder so war dann der Lohnunternehmer da und hat das Ganze in Rundballen gepresst, 1,20 Meter mit Silofolie umwickelt und das zeige ich euch jetzt.
Zwinghausen, die Fläche besteht eigentlich aus zwei Weiden. Die große Weide, da habt ihr ja gerade gesehen, wie wir es gemacht haben. Aus der kleinen Fläche hatten wir eigentlich den Plan, kleine Silo-Rundballen zu machen. Die sind ungefähr 30 Kilo schwer, relativ leicht zu handeln. Und die hätten wir dann im nächsten Winter für Pony und Esel und für die Schafe genommen. Allerdings ist dem Dirk, der uns da mit seiner kleinen Presse und seinem ganzen, in Anführungsstrichen, kleinen Gerät da zur Seite gestanden hat, dann nach zwei Rundballen die Presse verreckt. Da ging dann nichts mehr. Und so mussten wir auch die kleine Fläche dann in Großballen machen. Also wie gesagt, in Summe sind 9 Großballen dabei rausgekommen und 2 kleine. Aber trotz alledem, mega interessantes Thema, diese kleinen Rundballen. Da werden wir in jedem Fall beim nächsten Schnitt nochmal drauf zurückkommen. Ich zeige euch mal, wie der Dirk mit seinen kleinen Geräten, der hat einen 13 PS Trecker zum Wenden und ich glaube, vor der Presse hängt ein 20 PS Trecker. Also alles nochmal eine Nummer kleiner als unseres. Aber für die kleinen Flächen, die wir da bewirtschaften, eigentlich optimal. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der da durchgerast ist zum Schwaden und am Ende dann auch zum Pressen. Den ersten Ballen konnte ich noch filmen, danach war dann Reparatur und danach Ende der Ernte angesagt. Aber jetzt erstmal, seht selbst, sehr, sehr interessant. Unfassbar, was hier an Heu drauf ist. Ich bin mal gespannt, wie viele kleine Ballen das wohl geben wird. Gestern haben wir geschätzt so 30. Ich glaube, das sieht nach mehr aus. Ja, 4 Tage hat das Ganze gedauert. Mittwochs haben wir geschnitten, donnerstags, freitags gewendet, samstags gewendet und dann gepresst und gewickelt. Der Frank hat dann das ganze Zeug aufgeladen und uns hier nach Hause gefahren. Das liegt jetzt alles vorne bei den Rindern in der Wiese. Und somit war dann nach 4 Tagen die erste Heuernte, die erste eigene Heuernte eingefahren. Da fährt er, unser erster Schnitt. Frank fährt jetzt zu uns und ich hole den Robin gleich ab. Der hat ja den kleinen Trecker mit dem Schwader wieder zurückgebracht. Der sollte jetzt auch am Ziel sein. Ja, und im Anschluss daran, in der Woche drauf, ging es dann gleich mit der Fläche weiter, in der ich jetzt hier stehe. Ich drehe das mal so ein bisschen rum, im Hintergrund könnt ihr das sehen. Das ist die Blumenwiese, die direkt bei uns an die Flächen angrenzt. Da waren relativ viele Kräuter drin, unter anderem auch Kräuter, die der Oliver, unser Nachbar, für seine Pferde am Reiterhof nicht gebrauchen konnte. Und dann war die Frage, was macht er mit der Fläche? Wir haben dann zufällig mal über das Thema gesprochen und sind dann zu dem Entschluss gekommen, wir schneiden mal mit dem Balkenmäher 2 Bahnen ab, verfüttern das an die Rinder und die Schweine und gucken, ob irgendeiner von unserer ganzen Bande da Bock drauf hat.
Und was ich nicht erwartet hätte, die Rinder gehen auf das Ganze hier mega steil. Da ist ja Kamille drin, Kornblumen, ganz viele verschiedene Kräuter, natürlich auch Gras und so weiter. Aber die Rinder haben das hier, die haben sich da drauf gestürzt wie die Irren. Und damit war für uns klar, bevor das Ganze jetzt hier abgeschnitten und entsorgt wird, nehmen wir das Ganze und machen da Handballen raus. Und das hier im Hintergrund konnte ich dann auch endlich mit unserem Balkenmäher mähen. Also die Insekten haben es überhaupt nicht gemerkt, dass wir denen die Wiese geklaut haben. In dem Mäh-Video habt ihr gesehen, dass ich da ein Video eingeblendet habe vom Bayerischen Rundfunk. Da wird erklärt, wie man Wiesen im Prinzip mäht, um Wildschaden zu vermeiden. Ich habe das einfach mal ausprobiert, bin zwei Abende bin den ersten Abend rumgefahren, habe zwei Bahnen rundherum gemäht und bin zweimal quer durch die Wiese gefahren. Habe das Ganze einen Tag liegen lassen und habe dann am zweiten Tag angefangen, die Flächen rauszumähen. Und siehe da, in der Fläche waren drei Nester, wo Kitze drin gelegen haben, die aber weg waren. Das ist der Hintergrund, wie auch in diesem Video vom Bayerischen Rundfunk erklärt. Die Mütter stellen fest, in der Wiese verändert sich was, es wird ungemütlich und wir sollten sehen, dass wir uns hier schnell verdrücken. Und das hat stattgefunden. Wir wussten nämlich, dass Rehe in der Fläche sind. Und beim Mähen waren alle Rehe weg und wir haben keinen Wildschaden. Also auch da, mit ein bisschen Technik und ein bisschen Rücksicht, funktioniert auch das perfekt. Ja, und in dieser Fläche hat uns dann das Wetter so ein bisschen ein Schnippchen geschlagen. Wir haben das mittwochs und donnerstags geschnitten wollten das eigentlich übers Wochenende liegen lassen, um dann in aller Ruhe montags oder dienstags zu pressen. Und auf einmal kam samstags im Wetterbericht, es gibt Regen. Und zwar nicht zu knapp, Samstagabend. Wir haben dann, ja, panisch nicht, aber für Kurzentschlossene hier auf dem Samstagvormittag dann noch das Pressen und Einsammeln von den Ballen organisiert. Haben wir wie zu guten alten Zeiten hier das Ganze eingefahren. War ja nichts mehr zu kriegen, alle waren in der Panik wegen dem Wetter. Also haben wir uns nur eine Presse organisiert, haben das Ganze dann auf einfachen Plattformanhänger geschleudert, da gestapelt und dann eingefahren und auf den Heuboden gepackt. Also ausschließlich mit Manpower oder Frauenpower. Wir hatten auch noch Hilfe von zwei Mädels. An dieser Stelle vielen Dank an Ida und Angie, die uns geholfen haben, das Ganze auf den Dachboden zu packen. Die haben dann mit Diana oben auf dem Heuboden gestanden und wir haben hier mit vier Leuten eingefahren. Und dann haben wir eine halbe Stunde auf der Terrasse gesessen, Bierchen getrunken und gesagt, alles klar, Heu ist drin. Und dann fing es an zu schütten wie aus Eimern. Eine sehr, sehr aufregende, interessante Zeit. Daher wenig Zeit zum Videos machen, wenig Zeit. Ja, gefilmt habe ich immer mal was zwischendurch, aber wenig Zeit, um dann jetzt mal so ein bisschen was zu erzählen zu der ganzen Ernte, die wir gemacht haben. An dieser Stelle sage ich dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.